Willkommen bei der 41. Waldmichelbacher Donnerstagsdemo. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen alle Teilnehmer, die heute hier den Weg nach Waldmichelbach gefunden haben. Zum Beispiel von Karlberg, aus Vielbrunnen, aus Senzbachtal. Wenn ich jemanden vergessen habe, gegen eine kleine Spende werde ich ihn erwähnen. Ein großes Dankeschön wie immer an unseren Wettergott, trocken und fast windstill. Dankeschön an alle Musiker, Trommler, Trillerpfeifer, Mundharmonikaspieler, Kuhglockenläuter, Ratschendreher. Hans Tegelbeckers musste aus gesundheitlichen Gründen erneut absagen. Ich hatte vorab Herrn Tegelbeckers um eine kleine Biografie gebeten, die ich gerne vorlesen möchte. Ich habe mir den Termin notiert und werde gerne zur Kundgebung kommen. Zu meiner Biografie schrieb er: Ich bin 79 Jahre alt, kann aber noch aufrecht stehen und mit mehr Sprache funktioniert es noch einigermaßen. War bis vor 15 Jahren Gesellschafter einer großen IT-Beratungshauses und dort für Vertrieb und Marketing zuständig. Heute noch zeitweilig aktiv in der Personalberatung. Lebe im Vogelsberg, höchste Windkraftanlagendichte in Hessen. 27% aller WKAs stehen im Vogelbergkreis. Bereits seit 2003 begleite ich die Entwicklung der Windkraftnutzung kritisch, im Wesentlichen aus ökonomischer Sicht. 2011 habe ich die BI Gegenwind Vogelsberg mitgegründet. Hier sind aktuell 18 lokale BIs zusammengeschlossen. 2013 habe ich den hessischen Ableger von Vernunftkraft mitgegründet. Mit Bezug auf die Pläne der Bundes- und Landesregierung, die Energieversorgung mit Erneuerbaren zu subventionieren, bin ich absoluter Hardliner. Windkraft ja, aber Positionen schätze ich nicht, weil sie der gesamten Bewegung schaden. Ich werde mich mit meinem Redebeitrag mit den Folgen der Dekarbonisierungsfantasien beschäftigen. Frau Wittipedia sagt, Dekarbonisierung ist ein zentrales Mittel des Klimaschutzes sowie einer der Hauptpfeiler der Energiewende. Dabei werden Handlungen und Prozesse, durch die Kohlendioxid freigesetzt wird, durch solche Prozesse abgelöst, bei denen die Freisetzungen unterbleiben oder kompensiert werden. Liebe Grüße, Hans. Lieber Hans von Nierhaus, schnelle Genesung und alles Gute. Wir freuen uns schon heute, dich hier begrüßen zu dürfen. Ich glaube, das ist für einen Hans, der im Krankenhaus liegt, einen Applaus wert. Vielleicht noch kurz was zum Vogelsberg. Der Vogelsberg, dem 1956 wegen seiner zentralen Bedeutung für den Natur- und Artenschutz das Prädikat Naturpark verliehen wurde und der einer der ältesten Naturparke Deutschlands ist, ist die Region mit den stärksten Windkraftanlagendichte in Hessen. Hier stehen mit über 220 Anlagen, weitere 40 befinden sich im Genehmigungs- und Planungsprozess. 75% aller mittelhessischen und mehr als 20% aller hessischen Windindustrieanlagen. Also wenn man in dem Alter sich so mit so viel Power da vereinsetzt,
Dass dieser Schwachsinn ein Ende nehmen muss, kann man wirklich nur einen Hut abziehen. Das vermeintlich schnelle Geld lockt immer mehr Projektierer und Planer, in die unsere Windschwachlastgebiete, Natur- und Vogelschutzgebiete werden gutachterlich umgewidmet. Jahrhundertealte Wälder, Naherholungsraum für die Menschen aus den Ballungszonen, erhalten das Prädikat Windpark. Wir wollen, dass diese Art der Energiewende ein Ende hat. Wir wollen, dass sich Politik, Energiewirtschaft und Wissenschaft im Einvernehmen mit den Bürgern zusammensetzt und einen realistischen Plan für eine Energieversorgung erarbeitet, die nicht auf dem Rücken von Menschen im ländlichen Raum und von Fauna und Flora ausgetragen wird. Wir Odenwälder fordern alle Landräte, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Odenwalds, ob aus Bayern, Baden-Württemberg oder Hessen, auf, endlich an einem Strang zu ziehen und die verfehlte Energiepolitik von Ländern und Bund die rote Karte zu zeigen. Nicht weiter gegen den Willen der Bürger eine Regelung zu unterwerfen, die unsere Heimat zerstört. Wo bleiben eigentlich die Gemeindemitglieder hier aus dem Rathaus? Noch keiner hat sich hier hingestellt, um uns zu erklären, warum man dem Schwachsinn, der da oben jetzt hier auch bei uns auf dem Stillfüßel ist, warum man so etwas zugestimmt hast. Also, wir warten noch. Hallo, mein Name ist Regina Flödel aus Mackenheim. Ich stehe hier mit einem Gedicht und das habe ich gefunden, 3 Häuser weiter im Überwälder Heimatmuseum. Aus welchem Jahrhundert es ist, weiß ich nicht, aber im ersten Stock dieses Heimatmuseums haben sie dem Wald ein ganzes Zimmer und eine große Erklärung gewidmet. Und als ich das Gedicht gelesen habe, dachte ich mir, das muss ich hier bekannt machen. Gebet des Waldes. Mensch, ich bin die Wärme deines Hauses in kalten Winternächten. Der schirmende Schatten, wenn die Sommersonne brennt. Ich bin der Dachstuhl deines Hauses, das Brett deines Tisches. Ich bin das Bett, in dem du schläfst und das Holz, aus dem du deine Schiffe baust. Ich bin der Stiel deiner Haue, die Tür deiner Hütte. Ich bin das Holz deiner Wiege und deines Sarges. Ich bin das Brot der Güte, die Blume der Schönheit. Erhöre mein Gebet, zerstöre mich nicht. Das war's. Ja, wir gehen das.